Die ersten Anzeichen entwickeln sich sehr, sehr langsam. Und die ersten Anzeichen sind meistens eben eine Größenzunahme von Händen und Füßen. Bei Menschen, die Ringe tragen, kann es eben zum Beispiel sein, dass Ringe nicht mehr passen. Bei Menschen, die geschlossene Hemden tragen, kann man bemerken, dass die Kragenweite zunimmt. Es können die Schuhe nicht mehr passen oder auch Handschuhe nicht mehr passen. Das Problem ist aber, dass das sehr allmählich sich entwickelt und häufig eben auf zunehmendes Alter und Veränderungen, die häufig auch mit Altern verbunden sind, in Zusammenhang gebracht wird. Weitere Veränderungen können auch die Stimme betreffen, dass die Stimme durch die Veränderungen im Bereich des Kehlkopfes, dass die Stimme tiefer wird. Es kommt eben auch zu einer Größenzunahme, sehr häufig zu einer Größenzunahme der Zunge, der Lippen, was wiederum mit Veränderungen der Stimme verbunden ist. Aber auch das entwickelt sich alles sehr langsam. Und andere Symptome wie eben Bluthochdruck oder Störungen des Zuckerhaushalts oder Veränderungen am Skelettsystem sind sehr, sehr häufig und werden eben daher selten nur mit dieser seltenen Erkrankung in Zusammenhang gebracht. Aufgrund der langsam fortschreitenden Veränderungen ist das eben nicht so besonders leicht. Ein mögliches weiteres Symptom kann durch die Veränderungen im Bereich des Unterkiefers ein Auseinanderweichen der Zähne sein. Gelegentlich werden Patientinnen oder Patienten auch von Personen aufmerksam gemacht, die sie längere Zeit nicht gesehen haben, dass es Veränderungen im Bereich des Gesichts gegeben hat. Und gelegentlich, und das ist ganz wesentlich bei Vorstellungen bei Spezialisten, dass der Vergleich mit Fotos, mit Jahre zurückliegenden Fotos.